Und wir kennen die Kombination vom Safe nicht. So. Damit haben wir erstmal alles abgegrast, was wir abgrasen konnten, soweit ich mich erinnern kann. Mir fällt bloß leider nicht ein, wo die Schlüssel für das Auto sind. Naja, darauf werden wir auch irgendwann noch mal kommen. Also wie gesagt, das ist teilweise wieder blind, weil ich mich ja nicht mehr viel erinnere. Ich bin ein Versager. Mit ihm könnten wir doch reden. Aber das bringt uns auch nicht viel. Wir müssen jetzt erst einmal zurück ins Labor. Und zwar diesmal ohne uns den Kopf anzuschlagen. So, das erste, was wir machen können, ist Dr. Fred einen entkoffinierten Kaffee zu geben. Dann bringen wir das schon mal ins Rollen. Danke, das brauchte ich jetzt. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben, muss es für die Familie. Ja, okay, wir haben Dr. Fred schon mal zum Safe gebracht. Jetzt müssen wir Hoagie ein paar Sachen bringen. Also erstmal die klappernden Zähne. Okay, ich hab's weggespült. So, jetzt wechseln wir zu Hoagie. Und nehmen die klappernden Zähne. Das kann ich nicht nehmen. So. Dosenöffner, Patentanmeldung. Genau, das sind die Sachen, die wir nämlich brauchen für die Salatbatterie. Gold, Toast, Salat und Essig und Öl. Okay. Es hat keinen Strom. Gut. Toiletten? Stark. Diese Tür ist wohl verriegelt. Okay, auf die Darmtoilette können wir nicht. Diese Tür ist wohl verriegelt. Durch die andere Tür können wir auch nicht. So. Dann braucht Hoagie auf jeden Fall. Was braucht er noch? Die Briefmarke. So, Briefmarke aus dem Klo nehmen. Was braucht er noch? Videoband braucht er nicht, aber er braucht das Telefonbuch, das Textbuch. So, Tinte braucht er nicht, Gabel braucht er auch nicht, falsche Kotze auch nicht. Fürs Erste. Dann nehmen wir das Textbuch mal. So. Ein Kumquatsbaum. Kumquat. Ja, das hat Hoagie ganz genau erkannt. So, wir sind auf der Wiese und wir sehen, das Edison-Haus sieht schon mal ein bisschen anders aus, als es in der Gegenwart aussieht. Und hallo Ben Franklin. Ja, wir begegnen hier Ben Franklin, einer Berühmtheit. Hallo. Franklin, Ben Franklin, schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Meinst du Washington wie Präsident? Meinst du Washington wie Präsident Washington? Hat er dir erzählt, er wäre Präsident? Der hat Nerven. Immer will er alles in die Hand nehmen. Aber niemand wird sich darum kümmern, wer Präsident ist, wenn ich erstmal die Kraft der Elektrizität entdeckt habe. Hahaha. Ja, super. Was war das noch vor dem verrückten Lachen? Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha, ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Du bist verrückt, Ben. Was wohl Wetter zu sagen würde, ich bräuchte etwas Power für meine Zeitmaschine. Ich bräuchte etwas Power für meine Zeitmaschine. Bald wird genug Power für alle da sein. Es gibt doch keine Zeitmaschinen. Das ist mein Projekt für den nächsten Sommer.
Willst du das anstellen mit dem Stromkrams? Wie willst du das anstellen mit dem Stromkrams? Mit Hilfe einer meiner neuesten Erfindungen. Ich nenne sie den Frankocopter. Das ist ein Drachen, Ben. Die gibt's schon seit tausenden von Jahren. Oh, sicher als Spielzeuge. Aber dieser ist ein Brief an die Götter. Er lautet: Lieber Thor, nur ein Tropfen deines mächtigen Saftes in die Hand eines Genies wie mir könnte die Welt erleuchten. In Liebe, Ben. Hoffentlich hast du es in Schwedisch geschrieben. Oder kamen die Jungs aus Norwegen? Ich habe bildlich gesprochen. In Wahrheit warte ich nur darauf, dass ein Blitz meinen Drachen trifft. Aber ey, geil, dass sie an solche Gags gedacht haben. Naja, weil Thor aus der nordischen Mythologie ist. Und was dann? Ja, und dann? Und dann fährt die Elektrizität in den Drachen. Und was dann? Ja, und dann? Dann runter, entlang der Leine. Und dann? Ja, und dann? Und dann in mich. Und dann? Ja, und dann? Ich werde mächtig leuchten. Und dann? Ja, und dann? Seine Macht nutze ich dann zum Wohl der Erde. Ja, und dann? Die Welt kniet vor mir und bittet mich, sie mit meiner Macht zu führen. Ach so. Gut. Übersiehst du nicht irgendwas Wichtiges? Ist es nicht Sonne? Ist da nicht so viel Sonne für einen Blitz? Shh, ich weiß das. Ich versuche nur ein bisschen weiterzumachen, bis wir einen Sturm bekommen. Übersiehst du nicht irgendwas Wichtiges? Fehlt da nicht etwas Wesentliches? Der Schlüssel zu Entdeckungen ist Intellekt, mein Junge. Intellekt und Forschung. Nein, etwas wirklich Wichtiges. Du meinst, wie zum Beispiel, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder wie jetzt? Genau das. Das ist unwissenschaftlich. Braucht keinen Intellekt. Also, was willst du wirklich? Ich gehe mal lieber einen Schritt zurück. Weiter so. Genau, lassen wir Ben mit seinem Drachen spielen. Und gehen mal zum Gasthaus rüber. Ein schmutziger Wagen. Den wir uns anschauen können. Er ist total verschmutzt. Genau. Und hier ist der Briefkasten, den wir benutzen könnten. Hey, der Pony Express. Ja, der ist wirklich schnell. Oh, da ist ein Brief drin. Nehmen wir den mal. Was sagt der Brief? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay, den Brief müssen wir zu Bernhard bringen. Mit dem kann ich mir nämlich schon denken, was wir zu tun haben. Aber erstmal gehen wir hier rein. So. Hier sieht alles noch ein bisschen fröhlicher oder altmodischer aus, besser gesagt. Aber auch alles krumm und schief. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Toller Hut, Mann. Toller Hut, Mann. Mein Hut. Dein Hut, der hat drei Ecken. Ja, sing. Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Eddie sagt immer, die Pyramiden wurden von Aliens gebaut. Eddie sagt immer, die Pyramiden wurden von Aliens gebaut. So sei es. So sei es. Ich habe etwas für Red Edison. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Weißt du, wo ich ihn finde? Schön, mit dir zu sprechen. Okay. Mir fällt ein, wir müssen nochmal zurück zur Zeitmaschine. Wir brauchen noch etwas, bevor wir hier weitermachen, von Bernhard. Zu Feld. Und dann zu den Toiletten. Es ist wirklich unglaublich gute Tarnung, dass unsere Toilette mitten zwischen den anderen steht. So, Bernhard. Wir bräuchten noch das Aushilfe-Gesucht-Schild. Oh, und ich glaube, die Staubsaugerwerbung brauchen wir auch noch. Deswegen geben wir erstmal Bernhard den Brief. So. Und geben Hoagie die
Staubsauger. Werbung. Und nehmen sie auch gleich. So. Sehr gut. Staubsaugerwerbung. Das Buch hatte den Dosenöffner. Müssen wir nach jemand anderem geben. Glaube ich. Damit müssen wir nämlich Katzenfutter öffnen. So, erst einmal wollen wir in die Uhr natürlich. So, Hogi kommt da gerade so durch. Und da ist... Was das? Schwarzes Brett. Voll mit Plänen und Müll. Voll mit Plänen und Müll. Linkshänderhammer können wir die nehmen. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Ja. Sieht wie ein normaler Hammer aus. Aber ich bin ja kein Wissenschaftler. Okay. Jetzt reden wir erst einmal mit Red Edison. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Ja, das eine Glas sollte eigentlich blau sein. Was machst du da? Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Ja, Fred Edison. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Und was erfindest du? Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Ja. Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Was auch immer. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Okay, jetzt geben wir ihm erst einmal den Bauplan. Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Okay, Öl, Essig und Gold. Das dürften wir ja bekommen können. Und wir geben ihm auch gleich das Aushilfegesuchtschild. Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Okay, jetzt kriegen wir den Laborkittel, nämlich den brauchen wir auch. Und lassen ihn mal hier weiter rumbasteln. Gut. Unterdessen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht.